So, ihr habt keine eine Armbrust. Wenn ich will das immer noch wissen mit der Armbrust, aber ich glaube, das hieß Crush bei den Armbrusten. Die Orks benutzen ja keine Bögen, das ist, ich weiß nicht, also ich habe zumindest noch nie einen Ork mit einem Bogen gesehen. Sähe wahrscheinlich auch ein bisschen lächerlich aus, zumindest wenn man hier diese... Unmöglich. Ach komm schon. Zumindest wenn man diese lustigen Elbenbögen, die ja so modern geworden sind seit Herr der Ringe, nehmen würde. Also ich meine jetzt seit den Herr der Ringe Filmen, Herr der Ringe selbst, das Buch gibt's ja schon ewig. Das ist ja wirklich schon ein moderner Klassiker. Es gibt ja auch dickere Bögen, muss man ja mal dazu sagen, wo zum Beispiel ein wirklich fetter Bogen zum Einsatz kam, das war bei Scorpion King. Und ich meine, der Scorpion King war jetzt auch nicht gerade ein schmaler Hämpfling, der sah nicht gerade aus wie Legolas. Das war ein richtig dicker Kerl. Das ist ja hier der, oh Gott, wie heißt denn der? Ihr wisst schon wer. The Rock. Heißt er The Rock? Irgendwie so heißt er, ne? Irgendwas mit The Rock. Der war doch mal Wrestler, glaube ich, gewesen. Jedenfalls ist er schon ordentlich muskelbepackt und der hat einen richtig, richtig, richtig dicken Bogen, den auch keine andere Sau ziehen kann, weil er einfach der einzigste kräftige Oberfucker ist, der das Ding bedienen kann, weil er der einzige ist, der mächtig genug dafür ist. Und er ist so hart, dass er damit sogar durch die Verteidigung des bösen Feindes durchschießen kann, obwohl der sich darauf spezialisiert hat, heranfliegende Pfeile abzuwehren, was auch immer das soll. Falls ihr den Film noch nie gesehen habt, ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste, könnte also doch schon sein, dass die meisten den gesehen haben. Speichern! So. Wie bin ich jetzt eigentlich auf den Scorpion King gekommen? Ach ja, wegen Bögen, genau. Wo sind die jetzt eigentlich alle hingerannt gerade? Ich bin noch oben gewesen und... Hey, Kumpel, ja, hier, ich stehe direkt vor deiner Nase. Ich weiß nicht, warum ihr dahinter gerannt seid. Das ist ja schon der dritte Feldherr jetzt. Wir kommen vorwärts. Da hinten glitschen die schon wieder so komisch durch die Gegend. Oh, scheiße. Oh, schöne Drehung, das war gut. Nein, du sollst auf den anderen losgehen. Jawohl, mach ihn platt. Oh yeah. Nein. So, und jetzt sehe. Wir haben schon wieder kein Leben mehr. Das ist ungünstig. Aber den kriegen wir noch down. Hoffe ich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich laufe, ich laufe. Lalalalala. Bleib stehen, Mora. Ja, geh weg. Genau. Geh, wo du hergekommen bist, hin. Ja, genau. Tschüss. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Also nach Argan zum Beispiel. Ah, toll, da steht Ork-Armbrust dran. Das ist ja auch super. Abgebrochen. Alter, fang jetzt nicht wieder dieses Spiel an. Abgebrochen. Ah, fick dich. So. Oh, es steht nicht gut um meine Frames, sehe ich gerade. Ah, ja. Werden wir aber hinkriegen, ist aber bloß ein Gegner. Da sollte das doch klappen, hoffe ich. Insofern das Spiel dann irgendwann sich dazu bequemt, wieder weiterzumachen. Muss ja nicht sein, dass es doch, ja, macht es schön. Gut, wir haben ihn noch erwischt, bevor er uns erwischt hat. So muss das sein. Dann kann er uns nämlich gar nichts mehr tun und stirbt einfach nur dahin. Wunderbar. So. Wollen wir mal wieder eine Runde... Ach, wir könnten eigentlich mal ins Lagerfeuer gehen und gucken, ob wir irgendwelches Fleisch zum Braten haben. Tatsächlich. Einiges sogar. 28 mal rohes Fleisch. Wunderbar. Das heißt, wir haben wieder genug für 3 Brotzeiten zusammen. Nein, ein paar mehr. Um genau zu sein, 4 mal so viel. Mindestens. Also mindestens 12 Brotzeiten. Halt, nee, die Truhe brauchen wir nicht. Sollten wir damit zusammenkriegen. Jetzt mal davon ausgegangen, dass wir wirklich kurz vorm Sterben sind. Davon ausgehend, dass wir 20% unseres Lebens noch haben, sollten wir auf 16 Brotzeiten kommen. Also sagen wir mal, 15 Brotzeiten werden wir wohl zusammenkriegen. So, denn die machen ja, glaube ich, 20% wieder gut, ne? Oh, schön, ein Thron. Wir sollten uns ausruhen. Ah, erstmal sitzen. Und die Herrschaft des Obermasservagiers, ja, ja. Genießen in diesem schönen Schädelthron. Abgebrochen. Och, Typ, jetzt mach doch mal die Truhen auf. Na, geht doch. Oh ja, richtig. Da war doch was. Bitte mal einsetzen. Yeah!
Jetzt geht's los! Oh, die nimmt er als Einhänder. Cool. Das wusste ich gar nicht. Also das ist das epische Flammenschwert, das es in der Originalversion als richtige Waffe gab und nicht nur als Beschwörungszauber. So, das Blöde ist, jetzt wo wir es wieder weggesteckt haben, ist es auch wirklich weg. Das heißt, damit ist die... Typ, mach die Truhe auf! Danke. Damit ist die Wirkung des Ganzen schon wieder verpufft, der Rolle, aber wir kriegen ja schon wieder sofort eine neue. Das heißt, wir haben wieder 3 Rollen jetzt. Egal. So, mal gucken, vielleicht gibt es da noch irgendwo was wirklich Nützliches und nicht bloß so ein Kram. Genug Truhen gibt es hier ja, muss ich mal so feststellen. Ach, komm schon, du wirst doch wohl hier rumgehen können. Ach, danke, gleich beim ersten Versuch. Ein Erzrohling, ja, das sehe ich doch gern. Das ist weitaus besser als irgendwelche blöden Spruchrollen, finde ich. So, ich glaube, wir sollten mittlerweile dann auch 10 Erzrohlinge zusammen haben. So, und dann geht die wilde Reise weiter, hier quer durch Vanguard. Ich wollte gerade Virtana sagen, das stimmt dann aber nicht ganz. Nur zum Teil, beziehungsweise eigentlich nur mit dem Anfangsbuchstaben. Wieso liegt hier noch jemand, den ich noch nicht ausgenommen habe? Das geht ja überhaupt nicht. Und wie viel Schnaps habe ich eigentlich mittlerweile einstecken? Das würde mich auch mal interessieren. Komm mit. Alles klar. Dem geht's wieder gut, dem Georg. Dann können wir ihn auch wieder mal einsacken. Wir können auch gleich da vorne lang, glaube ich. So, haben wir hier schon den Dingens da, die, wir speichern mal. Dieses Burgtor dort uns angeschaut. Gucken wir mal. Nein, haben wir, doch haben wir. Da liegt schon einer. Ich dachte erst, der ruht sich aus, aber der, ja, der ruht sich auch aus, aber der ruht sich für immer aus. So, sogar die Metalltruhe haben wir schon geöffnet. Ist ja unglaublich. So, ein, ist das nicht idyllisch? Ein kleines Bächlein. Ich glaube, das soll eigentlich ein reißender Strom sein, aber naja, was soll's. Apropos, nee, wir gehen mal nicht hier lang, denn wenn ich hier drüber hüpfe, kommt Georg uns nicht hinterher. Apropos reißender Strom, da fällt mir gerade ein, die Geschichte meines Helden im Rollenspiel Mars hat in Vanguard begonnen sogar. Er ist ja eigentlich ein Kind der Wüste und hat seine gesamte Rollenspielkarriere, Laufflüssigkeit, verdammt, in der Wüste erlebt. Oder fast seine gesamte. Aber er hat in Vanguard begonnen, denn es hat so angefangen, dass er flüchten musste vor seinen ehemaligen Straßenkumpels da, weil die es auf ihn abgesehen hatten, weil er sie verarscht hatte. Und deswegen ist er erstmal ganz aus Marant geflüchtet, weil er sich da nicht wirklich sicher gefühlt hat und ist in Vanguard gelandet, wo er für ein paar Tage unterkam und dummerweise war zu der Zeit gerade eine Aktion am Laufen, nämlich eine Sturmflut sollte Vanguard erreichen und die hat den kompletten Hafen unter Wasser gesetzt und alles weggerissen da, glaube ich, keine Ahnung. War auf jeden Fall wohl ein ganz schöner Orkan. Und da hat sich Maris dann doch entschieden, bevor das kam, beziehungsweise als er gesehen hat, was sich da zusammenbraut, weil er ja jetzt nicht so Regen gewohnt ist, Niederschläge gewohnt ist und weil in der Wüste ein Niederschlag immer ein bisschen verheerender ist, deswegen hat er das ein bisschen extremer gesehen sogar noch. Und hat gesagt, ich verpiss mich, bevor das da runterkommt vom Himmel. Versuch's doch. So, und damit ist er wieder runter in die Wüste. Und ist dann für immer dort geblieben. Nein, nicht für immer, aber hat sich dann dort eingenistet in Aishadim. Um mal wieder einen kurzen Ausflug in die Welt des Rollenspiels gemacht zu haben. So. Ach, das geht easy hier. Hier ist wenigstens kein blöder Schamane dabei, der einen hier irgendwie was Dummes will. So. Und hier geht das mit Georg richtig gut, muss ich sagen. Der zieht ja doch ganz gut durch. So. Gut oder bin ich gut? Ja, du bist super. Also für einen NPC bist du super. So, bleib mal hier. Ja. Wir bringen jetzt erstmal die da unten um, oder? Ich weiß es nicht. Ne, Georg geht's gut, ja. Könnten wir machen. Aber ich mach's doch nicht sofort. Weil hier oben... Den habe ich schon, okay. Weil hier oben Waffenbündel rumlagen, habe ich gesehen. Und die vergesse ich am Ende sonst bloß.
Das muss er nicht sein. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Deswegen sammeln wir alles erstmal. Ja, damit. So, Waffenbündel, Waffenbündel und den Ork. Ja, genau. Wunderbar. Und die Truhe. Bitte mach sie auf. Bitte mach sie auf. Abgebrochen. Sehr gut. Schon wieder ein Erzrohling, meine Güte. Ich finde übrigens die Frisuren, die viele von den Charakteren haben, so wie Georg, finde ich wahnsinnig hässlich. Ich kann diesen richtig extremen Irokesen sowieso nichts abgewinnen, also wo dann wirklich alles weggesenzt ist an der Seite. Finde ich ein bisschen komisch. Apropos Haare, ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendwo erwähnt hatte. Ich habe mich ja bisher noch nie gezeigt. Weiß auch nicht, ob ich das jemals machen werde. Ich hatte bis vor kurzem noch sehr lange Haare gehabt. So nippellang ungefähr, um es mal so zu formulieren. Also wirklich schon relativ lang. Und die sind jetzt komplett abgegangen. Jetzt bin ich wieder bei kurzen Haaren angekommen. Das habe ich schon mal gemacht und es war diesmal zwar nicht ganz so extrem wie beim letzten Mal, aber es ist immer wieder ein... Oh, da habe ich ja jetzt Glück gehabt, dass der Ork mich weggehauen hat, bevor der Schamane mich trifft hier. Aber es ist immer wieder ein komisches Gefühl, wenn man mitten im Winter auf die tolle Idee kommt, sich die langen Haare abzuschneiden. Einerseits... Oh, ich sehe überhaupt nichts gerade. Oh, ich bin tot, okay. Kann ich ja weiter erzählen dabei. Einerseits ist der Kopf auf einmal viel leichter, man hat überhaupt nicht mehr so viel zu schleppen. Und andererseits ist es kalt. Man spürt wieder Kälte im Nacken und an den Ohren, das ist sehr merkwürdig. Ja, apropos schwere Haare, ich hatte jetzt vor kurzem einen Auftritt von unserer Chemiefachschaft, haben wir eine Art Theaterstück aufgeführt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, wo ich auch eine Rolle mit drin gespielt hatte und ich hatte da noch in meine schon eigentlich relativ langen Haare noch extra künstliches Haar eingeflochten bekommen. Und zwar richtig viel und richtig lang. Und das war unglaublich schwer, kann ich euch sagen. Es ist Wahnsinn, wie schwer die Haare sind dann. So. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Ja, du bleibst schön hier oben, denn wir versuchen mal, die Orks zu uns zu holen hier. Hier. Orks zu uns. Orks zu uns. Kommt her. Kommt her. Ja, vier sind gut. Denn ich will den Schamanen hinten in seiner Buchte da nicht anlocken. Der soll mal dort bleiben, den holen wir uns als letztes. So, jetzt kommen da unten bestimmt noch welche, oder? Oh, das ist gut hier. Es ist zwar ungünstig, von oben nach unten zu kämpfen in dem Spiel. Auch wenn das normalerweise natürlich richtig gut wäre. Aber, ja, Georg, du darfst auch mitkämpfen, aber ich glaube, auf den geht auch keiner los, ne? Das ist toll. Ich dachte, wenn er sieht, dass ich angegriffen werde, kommt er von allein auf die Idee mitzumachen. Aber dem war wohl doch nicht so. Oh, scheiße. Erstmal du. Oh, nein. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt kommst du auf die Idee mitzukämpfen. Ich hasse dich. Oh. Mann, ist doch nicht zu fassen. Ja, da denkt man, man hat es richtig gut gemacht und hat es geschafft, dann dort die ersten wegzusäbeln. Und dann überlegen sich die letzten zwei verfluchten Gegner, hey, wir kämpfen mal wieder ordentlich und wechseln uns richtig ab mit den Schlägen und flankieren ihn und hauen ihm immer wieder eins rein, wenn er gerade zuschlagen will und damit ist man auf einmal tot. Toll. So, Georg, du bleibst doch hier bei mir. Nee, nicht, was? Ach so. Nee, dann bleibst du doch, ja. Nee, nicht anschießen. Dann rennt er wieder gleich da runter. Ja, kommt her. Hallo, hier. Ich bin da. Ich bin bereit. Kommt her. Georg, komm mal von der Treppe weg. Bitte. So, herkommen. Jetzt komm halt, du einer da. So, das ist gut. Jetzt ist er hier oben schon mal eingebunden. Das heißt, jeder, der das jetzt sieht, der wird jetzt erstmal drauf hier oben festgebunden. Und rennt nicht, also und verhindert, dass Georg da runter rennt. Das ist mir das Wichtigste gerade, damit er nicht zu dem verfluchten Schamanen rennt. So. Dem hast du's gezeigt. Puh. Ich steh auf diese ganze Scheiße. Schön für dich. Das war jetzt mal wieder Glück gewesen, weil unser Held mal wieder auf die grandiose Idee gekommen ist, auf einem Trümmerhaufen auszurutschen. Das Dümmste, was es überhaupt geben kann in diesen Kämpfen. Warte hier.
Ich halte hier die Stellung. Das ist schön.